Bisher. Sieht bisher nicht so schwer aus, die Mission, ne? Noch ist alles okay. Da soll ich hoch. Ich habe ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt. Okay. Ja, könnte gefährlich werden. Ach, das ist dieser Punkt, wo ich letztes Mal lang gelaufen bin und gesagt habe, was sollen wir hier? Okay, 5. Ich laufe jetzt einfach hinterher, ja? Soll ich den töten? Ich laufe jetzt einfach hinterher. Ich bin halt nicht sicher, ob ich irgendwas machen soll. Ja, der Text war halt wieder nicht komplett zu lesen. Das war das Problem. Ich glaube, ich soll den hinterher, oder? Aha. Ein erfolgreicher Job, Gecko. Der Kowski-Abschaum geht mir auf den Zeiger, aber du hast die Sache wie ein Profi erledigt. Ja, danke. Ausgezeichnet. Du hast das Geld. Geh jetzt zur Kläranlage und klaue einen Kowski-Truck. Okay. Zur Kläranlage. Den hätte ich gern gehabt. Hat geschmuggelte Brennstäbe geladen, die wir gebrauchen könnten. Stiehl den Truck und verpasst den Russland eine Lektion. Oh nein! Ich sag nicht, das ist dieser Auflieger, den ich einmal zwischendurch da geholt hat. Nee, den Truck, kein Trailer. Dann hätten wir uns eine Zugmaschine besorgen müssen. Ein Truck, okay. Na gut, dann versuchen wir es mal. Irgendwie klappt das schon. Hoffen wir mal, ne? Bisher läuft das alles sehr, sehr... Scheiße. Nein, läuft alles sehr gut. Und in dem Moment ramme ich ein Polizeiauto. Okay, wir haben Stunt-Bonus. Könnte sogar sein, dass wir das noch erfüllen, bevor wir überhaupt die Mission fertig haben. Ich glaube, da kommt gleich der Truck. Das ist ja dieser berühmte... Ist das nicht das Polizeirevier, wo ich schon wieder drin bin? Ja, natürlich. Das ist ganz schlecht, was ich hier mache. Warum fahre ich immer in diese blöde Polizeistation rein? Ich muss hier rum, die nächste dann rechts. Brumm, ja. Das ist schon wieder eine russische Karre anscheinend, die ich hier habe. Nee, das ist, ja, das ist ein Russe, aber der spricht Englisch. Der spricht Englisch, ja. Kann mich die Polizei bitte mal in Ruhe lassen? Wäre voll cool. Ach, dieses Gebiet hier wieder. Du stehst auf dem Telefon. So. Hier ist er gleich irgendwo. Da rein. Ich fordere es gesichert, finde einen Weg zum Hinterhof und zerstöre den alten sowjetischen Generatorenengel. Das ist der Truck, okay. Finde einen Weg zum Hinterhof. Machen wir das jetzt. Naja. Ich muss erstmal da reinkommen. Ach man, lass mich in Ruhe. Ich muss hier mich konzentrieren. Ah! Ach Gott, ja. Ja, da gibt's einen Weg rein. Aber ich glaube nicht hier, ne? Scheiße. Ich glaube, das wird so nichts, nein. Aber ich bin gleich froh, wenn die Polizei erstmal weg ist. Ja, ja, ich muss diesen langen Weg da rein, den wir schon mal genommen haben. Aber ich warte jetzt wirklich, bis der Polizeikopter weg ist.
Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Schönes. Ich guck mich mal hier auf dem Gelände um. Ah, jetzt ist er weg, okay. Ja, dann nehmen wir uns jetzt ein Auto und schleichen uns von hinten ran. So, irgendwas. Na, nee, was ein bisschen schnelleres. Ja, das ist auch nicht gerade schnell. Ja, du bist okay. Okay. So, pass auf, wir müssen den Eingang finden. Das haben wir schon mal hingekriegt. Da. Genau. Das ist quasi der Hinterhof. Von da aus kommt man da anscheinend ran. Dann müssten wir jetzt nämlich eigentlich von der anderen Seite drin sein. Ja, da sind wir. Okay. Puh, und dann soll ich jetzt gleich die Generatoren zerstören. Ey, oh Gott, die sind. Ja, doch, die sind schon böse auf mich. Okay, meine Panzerung ist für den Arsch. Jetzt bin ich hier oben drauf. Hat er jetzt einer den Generator kaputt gemacht? Das wäre so lustig. Ich glaube, ich muss hier runter, ne? So, jetzt bin ich im Hof. Da muss ich hoch. Wie mache ich das? Hör mal. Könnt ihr euch gegenseitig töten? Das. Das ist der Truck, ja. Ich muss den Generator zerstören. Okay, ich gehe noch mal wieder hoch. Ich muss von da oben schießen. Geht nicht. Kann ich denn, warte mal. Versuch mal in diese Richtung zu schießen und vielleicht geht der Generator kaputt. Eigentlich war das richtig. Vielleicht bin ich hier auch zu hoch. Wahrscheinlich bin ich hier zu hoch. Moment. Ja, es wird so nix. Mann, wie machen wir das denn? Also ich denke schon, dass ich hier theoretisch richtig bin. Ja, nicht auch auf. Meine Güte, was haben die auch für Muni, ne? Wie hoch ist denn der Generator? Da, auf der Anhöhe. Komme ich hier eigentlich einfach raus? Nee, ne? Ich könnte das auch mit einem Molly probieren, vielleicht. Ich hab doch auch Mollys. Ja, das ist mich tot. Nee, ich bin doch nicht tot.
Okay, hat geklappt. Dann war das einfach nur ein Molly. So. Oh, scheiße. Das war jetzt übel. Der wird nämlich voll getroffen. Danke. Jetzt bin ich gleich am Arsch. Ja gut, die Mission wird nicht mehr geschafft werden. Aber okay. Wir wissen jetzt ungefähr, was wir machen müssen. Ich wusste nicht, dass ich das mit den Mollys hinkriegen kann. Ja, ich werde es jetzt natürlich noch versuchen, das ist klar. Aber das wird nicht funktionieren mehr. Ich weiß auch gar nicht, wo ich hin muss. Vor allem, die Russe werden ja auch gleich auf mich schießen. So wie hier ein Russe ist, wird der auf mich schießen. Gleich macht's Bumm und ich kann nichts dagegen tun. Die Polizei interessiert es auch nicht mehr, dass ich hier ein brennendes Auto auf der Straße habe. Ja, die Mission dürfen wir gleich nochmal machen. Wo soll ich eigentlich hin? Zum Zerbatsu-Unterschlupf. Ja, toll. Das kann natürlich auch wieder überall sein. Okay, ich meine, ich versuch's, aber das wird hundertprozentig nichts werden. Allerdings, wenn das jetzt was wird, dann haben wir es geschafft. Aber, nee. Wenn ich jetzt genau wüsste, welchen Unterschlupf, ne? Und wir müssen ja auch erstmal richtig raus sein aus dem Russengebiet. Also, es reicht ein Schuss, denke ich, dann ist das Ding kaputt. Aber wer weiß, vielleicht geschieht ein Wunder. Zumindest ist die Polizei nicht hinter uns her. Das ist der einzige Bonus, den wir gerade haben. So, ich sollte gleich mal... Ja, hier müsste ich jetzt mal runter. Kann ich da runter? Nein. Scheiße. Und ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Ich hätte jetzt schwören können, dass ich jetzt sterbe. Okay. Ich hab voll Schiss gerade. Aber sowas von. Ich hoffe, dass die Straße Ewigkeit geradeaus geht. Tut sie nicht. Ja, den kann ich auch nicht reparieren. Ich glaube, nee, das brauche ich mit dem Bus, also mit dem LKW gar nicht probieren. Ja, ich muss runter. Vielleicht hätte ich da eben abbiegen sollen. Es ist aber auch kein interessiert, dass hier ein brennendes Auto durch die Gegend fährt. Ja, immerhin, das hat geklappt. Ich weiß halt auch nicht, ob das zeitlich begrenzt ist mit dem Feuer. Also wenn dass der vielleicht noch 2 Minuten brennt und dann fliegt er sowieso in die Luft. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es vielleicht irgendwann feststellen. Alter. Die Polizei, ne? Ich sag dir. Die hätte mich jetzt gerade wieder fast umgebracht. Na, ich sollte doch mal. Ja, komm. Ich riskiere es jetzt. Puh, okay. Es ist schon gerade ein bisschen sehr spannend, ne? Aber ich glaube halt nicht, dass das was wird jetzt. Hier runter. Der ist da jetzt irgendwo. Nein, kurz vorher. Kurz vorher. Scheiße. Ach Mann. Okay, nützt nichts. Müssen wir nochmal. Ey, was? Das war jetzt aber echt knapp. So ein Scheiß. Oh. Okay. Aber der ist tatsächlich nicht wirklich schwer. Mal gucken, ob wir den nochmal hinkriegen.
Aber ich wäre fast da gewesen, ne? Aber der Fall hat es schon so aus, war schon so ausschlaggebend. Ich glaube, ich hätte da einmal ums Gebäude rumgemusst und das wäre es dann gewesen. Vor allem so einen brennenden LKW dann auch entladen, wenn da so eine gefährliche Ladung drauf ist. Das muss auch Spaß machen. Aber das wäre ja nicht mal mein Job gewesen. Ich denke mal, ich hätte erst noch abliefern müssen, dann wäre der Job erledigt gewesen. Darauf spekuliere ich jetzt und deswegen werden wir die Mission jetzt noch einmal angehen und dann sollte es geschafft sein. Also es war ja eigentlich nicht schwer. Man muss halt da ein bisschen aufpassen mit den beiden Molly-Werfern, weil man kann die nicht wirklich ausschalten. Ich habe es ja versucht, man kann die von dem Geländer auf der anderen Seite nicht mit dem Maschinengewehr erledigen, nicht mit dem Raketenwerfer treffen. Vielleicht hätte ich die auch, ja, ich hätte sie wahrscheinlich auch mit dem Molly treffen können, aber dann kann ich auch gleich das Tor mit dem, oder den Generator mit dem Molly kaputt machen. So, wir sind sehr gut bei den Zaibatsu. Noch sind wir bei den Russen auch ganz gut gesehen. Das wird sich aber ändern. Ich überlege gerade, ob das Sinn macht, direkt zum Hinterausgang zu fahren. Oder muss... Ja, nee. Wahrscheinlich muss ich mir erst das Okay da holen, dass die Tür dicht ist und so. Ja. Also ich halte mich schon, glaube ich, an die Anweisung. Besser ist es. Ich bin hier total falsch gefahren. Was habe ich hier wieder gemacht? Jetzt habe ich auf die Straße kommen. So, hier sind wir richtig. Und wir sind auch jetzt echt volle Kanne Anschlag im Ansehen bei den Saibatsus, ne? Wir kriegen das jetzt hin. Wenn ich hier das Auto irgendwie da halt hinkriege. Okay. So. Einmal frisch auftanken. Ist natürlich für die GTA-Marke. Ja. Soll ich sie jetzt holen oder nicht? Nee, scheiß was drauf, ne? Bringt, glaube ich, eh nichts. So. Also zumindest eine bringt nichts. Tada! So! Kriegen wir hin! Rache! Okay, sie, genau. Dip, 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 dip. Ah. Und Sigi will aber eine Russenkarre haben, ne? Der war das doch, glaube ich. Und wir müssen ja eh in die Richtung. Also wir brauchen ein russisches Auto. Ah. Ihr seid mir alle im Weg. Also gleich darauf achten. Dass wir dann vielleicht... Uah! Scheiße, ist ein Polizist. Ich wollte doch eigentlich nur abbiegen. Ja, ist ja gut. Da, das, sowas hatte ich vor. Und dann war da aber gar keine Straße und ich habe einen Polizisten überfahren. Das war jetzt doppeltes Unglück. Ja. 10% Schwund. Der lässt uns eh gleich in Ruhe wahrscheinlich. Hier kann man lang. So. Entschuldigung. Ich brauche einen Kowski-Wagen. Sind wir schon bei der Krim? Ja, da ist der Typ gleich. Ich weiß, aber ich brauche einen Kowski. Gib mir ein Kowski-Auto. Da ist er. Sag mal! Wie kacke sind die eigentlich? Das ist unglaublich! Haben. Da war gerade einer. Ist er weg. Den nächsten. Da war einer. An der Ampel.
Na, ist er wieder weg? Es gibt's doch nicht. Ich schaffe es nicht, so ein blödes Auto zu klauen. Es kann doch jetzt nicht so schwer sein. Danke. Meine Fresse, das hat aber gedauert. So, hier rein. Komm her. Das ist ein Kowski-Wagen. Das ist aber... Hat sie doch nicht mehr alle. Was ist jetzt los? Achso, der wollte ja nicht. Okay, ja richtig. Das war das. So, jetzt ist die Polizei ist aber auch los. Sehr schön. Das war der eine. Der war auch nicht wirklich schwierig. Und danach diese eine Bande da, die ich da abknallen muss. Und da muss ich mal einer hinterherlaufen. Und mir das Päckchen mitnehmen. Kriegen wir hin. Ja, wird ein bisschen Überlänge haben, der Part wahrscheinlich. Also wenn wir die Mission jetzt nicht schaffen sollten, aus irgendeinem Grund. Ja, dann würde ich nochmal eine kleine Extra-Aufnahme starten, aber... Ich gehe eigentlich davon aus, dass es jetzt klappt. Okay. Achso. Tag. Okay, wir bringen dieses Bargeld zu Uno. Okay. Okay. Läuft. Hier bin ich gerade eben schon mal Regen gefahren. Ja, ist ja gut. Alle wollen sie mich hier nicht wirklich durchlassen. Gerade habe ich so den Eindruck. Alles ist gegen mich. Nein, nicht wirklich. Das hier ist eine gute Stelle. Da kommt man ganz gut durch. Okay. Haben wir es bald? Ah ja, jetzt kommt das hier. Genau. Weg hier. So. Das ging schnell. Genau, das war der Unberechenbare und da muss ich dem einfach hinterherlaufen dann, genau. Einsacken und dann geht's zu diesem ja, Russendepot. Oh, Verzeihung. Oh. Das klang gerade gruselig, dieses. Ach ja, Humor und Humor, ja, Humor und Humor. Ach ja, hier sind wir wieder. So, ich komme. Und bloß keinen Stress machen, einfach hinterher rennen, das war das. Okay, hör zu, Mann, ich werde überwacht, ich kann nicht sprechen. Mein stummer Hiwi wird dir die Scheintin geben. 5. Ich glaube, dieses 5 ist einfach nur ein Fehler. Ich lauf ihm hinterher. Ist er vorher nicht einen anderen Weg gegangen? Bin mir gerade nicht ganz sicher. So, hier brauche ich gleich eine andere Karre, würde ich sagen. Wobei, so ist ein Auto. Ah, egal. Nee, jetzt geht er in die Gasse und dann war es das wieder. So. Okay. Kläranlage, genau. Ja. Aber das wird nicht so einfach. Ich wäre fast gestorben. Ja.
Ich muss erst mal die Bestätigung holen, dass das vorne abgeschlossen ist, glaube ich, sonst wird das nichts. Oh, die Mucke mag ich wieder. Nein, ich bin wieder im Polizeirevier, ne? Nee, noch nicht ganz. Genau. Okay. Au! Aber hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Richtig, guckpichtig. Jetzt sind wir bei den Docks. Die waren wir auch schon mal ein paar Mal, ne? Vielleicht kommt dieser eine Checkpoint, wo wir nicht reinkommen. Ja, genau, finde einen. Genau. Ich weiß schon, wie wir da hinkommen. So. Ah, Verzeihung. So, da kommen wir auf jeden Fall jetzt heil hin. Und dann dürfte die Polizei auch nicht mehr hinter uns her sein. Weil die wird jetzt eh die Spur verlieren. Hier fahren die, glaube ich, gar nicht erst hin. Da ist der. So. Okay. Kriegen wir hin. Hoffe ich doch mal. Der Typ ist nicht so wild. Oh, die tun uns gar nichts. Doch. Scheiße. Ich dachte, sie tun uns nichts, weil die waren bisher eben noch nicht im Minus. Mollis. Mist, da bin ich tot. Ich kann nichts tun hier. Mein Gott. Haben wir es jetzt bald? Danke, das war glaube ich nicht mal ich, das war er. Aber ist okay. Vielleicht schaffe ich es jetzt ja ohne, dass er... Was machst du? Wo? Ich wollte nur einsteigen und er ist total weggerannt. Okay, wir kriegen kein Molly ab. Sehr gut, dann sollten wir es jetzt vielleicht schaffen. Dann kriegen wir es vielleicht sogar noch in einem einigermaßen angemessenen Zeitraum hin. Mal schauen. Ich bin hier fast volle Kanne reingefahren. So, einfach nur zum Unterschlupf fahren. Und keine Polizei am Hals. Ja, geil. Das ist total geil. Schöne, entspannte Musik. Zum Finale von GTA 2. Wenn ich jetzt in die Luft fliege, ne, weil ich wieder unachtsam bin. Wenn ich hier erstmal raus bin, ne? Dann geht's. So, weg hier. Okay, Hauptsache ich sehe irgendwie, wann die Straße mal abzweigt. Ich finde, wir machen das eigentlich gerade ganz gut.
Na komm, nehmen wir mal den hier. Trauen wir uns mal. Na, da will ich lieber nicht rein. Warum fahre ich jetzt wieder so komische Wege, ne? Das ist unglaublich. Ich hoffe, ich kann gleich nach unten abbiegen. Jetzt haben wir unser Licht kaputt gemacht. Ja, toll. Jetzt schießt uns noch die... Oh, egal. Jetzt haben wir von den Russen angeschossen. Super. Ey, wenn ich das jetzt doch vermassel, dann bin ich aber echt selbst schuld. So, hier ist eigentlich neutrales Gebiet. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Keine Russen, die auf uns schießen. So. So, jetzt haben wir es doch gleich. Wahrscheinlich kommt gleich die Polizei hinter uns her. Weil ich irgendwie aus Versehen wieder einen Menschen überfahre. Ich kenne das ja schon. Oh, vorsichtig, Mensch. Okay. Ich hoffe echt, dass ich hier richtig fahre. Sieht ganz gut aus. Ja! Achtung! Jawoll! Bei diesem Job hast du dich als wahrer Zaibatsu erwiesen. Gecko, hier sind 10.000 Dollar als Bonus zu den abgemachten 60.000. Mach dir einen schönen Urlaub. Ja, geil, Leute. So. Ich glaube, wir haben's, ne? Wir haben's. Heißt der rote Pfeil jetzt Zaibatsu? Ne, ich glaube... Ja, ich glaube, der leuchtende Pfeil bedeutet, dass wir es geschafft haben. Und wir fahren jetzt direkt zum vereinbarten Ort. Und wir haben jetzt schon fast 5,5 Millionen. Geil, wir haben GTA geschafft. Herrlich. Hervorragend. Das liegt ja super. Wie am Schnürchen, kann man sagen. Ich bin gespannt jetzt, wo es das endet. Wahrscheinlich da beim Safe... Ne, das sieht nicht nach Safe Point aus. Wo ist denn das? Da rein. Okay. Doch, Jesus Saves, ja. Von hinten, der Hintereingang quasi. Ja, geil, wir haben es geschafft, Leute. Gibt es jetzt noch eine Abschlusssequenz? Ich weiß das gar nicht. Habe ich GTA 2 jemals durchgespielt? Ich habe keine Ahnung, ich glaube nicht. Game complete. Das ist die ganze Belohnung. Back to Main Menü. Und man kriegt praktisch da oben die ganzen Screenshots von den ganzen Ladebildschirmen. Super, das ist die Belohnung, wenn man das Spiel durch hat. Ist ja krass. Wie geht es? Ja. Wir können nicht mal speichern. Das war... Das war's. Ja, meine lieben Freunde. Trotzdem hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich fand's richtig, richtig geil. Ich habe jetzt mir ein bisschen mehr erwartet tatsächlich, aber okay. Nee, ist in Ordnung. Mir hat's wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ein schönes Spiel. Ich hoffe, ihr hattet euch gut unterhalten gefühlt. Und freut euch jetzt auf Wonderboy in Monsterland für Amiga. Es sind wirklich nur 2-3 Parts, wenn es hochkommt, denke ich mal. Es sei denn, ich werde laufend sterben, was natürlich passieren kann. Aber ich habe ja die Möglichkeit, mit meinem Mini-Amiga jederzeit zu speichern, was das Schöne ist. Und ja, dann könnt ihr euch natürlich auch freuen, wenn es dann weitergeht mit einem Nintendo-Spiel im Anschluss, falls ihr keinen Bock auf Amiga habt. Ansonsten, gerne bis morgen. Euer Alex sagt ciao, bis zum nächsten Mal.